heute nehme ich dich mit, und zwar einen ganzen Tag Eat and Train mit Ramona. Ich starte meinen Tag immer mit Yoga. Es ist für mich ein angenehmes Erwachen, mein Körper wird aufgewärmt und mit Energie geladen. Zum Morgen gibt es den leckeren Haferflocken-Früchtekuchen. Der ist mega praktisch zum Mitnehmen und erst noch gesund und ausgewogen. Ich zeige dir jetzt, wie es geht. Ich bin im Fitness und gebe jetzt eine Bodytoning-Stunde. Hier einen kleinen Einblick, was ich alles in meiner Stunde so mache. Bei mir geht es jetzt zum Mittag. Ich habe Spaghetti mit Kürbis-Bolognese und Leibkäse gemacht. Eine ausgewogene, ideale Mahlzeit für meine Speicher wieder zu füllen. Ich esse nach dem Sport eine ausgewogene Mahlzeit. Kohlenhydrat und Eiweiß im Verhältnis 3:1, weil Kohlenhydrate helfen, das Eiweiß besser aufzunehmen. Eiweiß mindestens 20 bis 25 Gramm, damit der Muskelaufbau stattfinden kann, und genügend trinken. Da ich mehr als 5 Stunden pro Woche trainiere und einen höheren Energiebedarf habe, gönne ich mir am Nachmittag einen Snack. Das Ziel bei der Ernährung vor dem Sport ist, den Energiespeicher optimal zu füllen und auf die Leistung zu vorbereiten. Je nachdem, wenn du deine Mahlzeit oder Snack vor dem Sport einnimmst, kannst du sie unterschiedlich zusammensetzen. Sei es 5 Stunden Sport, dann immer ausgewogene Mahlzeit mit genügend Flüssigkeit. 3 Stunden vorher kannst du zum Beispiel auch Spaghetti zubereiten oder ein Sandwich oder ein Müsli. Und sei es 1-2 Stunden vorher, braucht der Körper wirklich ganz schnell verfügbare Kohlenhydrate, wie zum Beispiel ein Brötli, eine Frucht oder Dörrfrüchte. Wenn du länger als eine Stunde trainierst, lässt unsere Speicher nicht aus und du musst zusätzlich zuführen. Ich bin jetzt im Tanztraining. Wir trainieren ca. 2 Stunden und darum habe ich mir ein bisschen Brot und genügend Flüssigkeit mitgenommen. Ich hoffe, du weißt jetzt ein bisschen mehr, wie du dich vor dem, während und auch nach dem Sport kannst ernähren. Und wenn du weitere Fragen hast, besuch doch einfach unsere Homepage auf swissmilk.ch.